Wir hatten gestern begonnen, uns mit den Basisgrößen und Basiseinheiten zu beschäftigen. Und erfahrungsgemäß ist dieses Gebiet nicht sehr spannend für Sie. Daher werden wir das auch nicht zu sehr ausdehnen und heute wohl auch schon beenden können. Aber Sie werden sehen, es ist doch einiges dabei, worüber man nachdenken soll, was einem vielleicht ursprünglich bei diesen Einheitendefinitionen gar nicht bewusst war. Und ich bitte Sie, sich damit zu beschäftigen und natürlich wie üblich mich auch zu unterbrechen, wenn irgendwelche Dinge vielleicht unlogisch oder unklar erscheinen. Gestern hatten wir mit der Masse begonnen. Und das ist also bis heute eine absolute Basisgröße mit einer absoluten Basiseinheit, nämlich dem Urkilogramm, das in Paris oder bei Paris aufbewahrt wird. Also ein lokales Normal, das man besser nicht verliert. Und damit wird also die Masseneinheit definiert. Jetzt sprechen wir über die Zeit, die ebenfalls eine absolute Basisgröße ist und die Basiseinheit ist die Sekunde und diese Sekunde wird nicht durch ein lokales Normal festgelegt, sondern durch ein überall reproduzierbares Normal. Und dieses Normal basiert gegenwärtig, weil es die genaueste experimentelle Festlegungsmethode ist auf dem Prinzip der Cäsium-Atomuhr. Also die Zeit absolute Basisgröße Festlegung mittels Cäsium-Atomuhr. Über die Cäsium-Atomuhr möchte ich nicht im Einzelnen sprechen, über das Messprinzip, das würde jetzt auch gar nicht so sinnvoll sein, meine ich. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, dass also Cäsium-Atome bei einer sehr wohl definierten Mikrowellenfrequenz eine scharf definierte Absorption, ein Absorptionsmaximum aufweisen. Alles klar? Alles klar. Dankeschön, wunderbar. Also danke für die Mitarbeit, dass wir das alles statistisch so gut erfassen können. Also ein Absorptionsmaximum bei einer sehr genau definierten Mikrowellenfrequenz und durch eine entsprechende Regelschaltung kann man erreichen, dass dann diese Mikrowellenfrequenz sehr genau festgehalten wird und im Wesentlichen läuft dann die Zeitmessung darauf hinaus, dass man eine bestimmte Anzahl von den Schwingungen dieser Mikrowellenfrequenz, wo diese Absorption eintritt, abzählt und wenn das vorbei ist, ist eine Sekunde verstrichen. Und solche Atomuhren kann man überall auf der Welt bauen, da muss man nicht nach Paris fahren, um dort nachzuschauen, also ein überall reproduzierbares Normal, was natürlich praktischer ist. Man kann es auch nicht verlieren, bitte. Die Frage war, ob man die Zeit über die Lichtgeschwindigkeit definiert. Die Antwort ist nein, man definiert die Länge über die Lichtgeschwindigkeit und dazu kommen wir gleich. Aber die Frage ist interessant und die Antwort kommt heute wahrscheinlich in 10 Minuten oder so. Okay, bitte.
Die Frage ist, ob die Frequenz nicht über die Zeit definiert ist. Frequenz und Zeit sind zwei Größen, die einfach durch ein reziprokes Verhältnis miteinander verbunden sind. Wenn man die Zeit definiert, hat man dann natürlich als Reziprokwert auch die Frequenzeinheit definiert. Aber man macht es halt so, dass man die Zeit definiert und damit hat man natürlich dann auch Frequenzen definiert. Die Frage ist, wenn man die Zeit schon nicht definiert hat, kann man dann auch die Frequenz nicht definieren. Wir machen es eben so, wie bei jeder Basiseinheit, dass wir einmal wo beginnen sozusagen. Und wenn man einen Vorgang festlegen kann, wie zum Beispiel eben die Schwingungen bei der Atomuhr, dann kann man damit beginnen, die Zeiteinheit über eine bestimmte Anzahl von Schwingungen festzulegen. Damit ist die Zeiteinheit festgelegt und nachdem man das gemacht hat, ist automatisch damit auch die Frequenz festgelegt, weil die Zeit festgelegt ist und die Frequenz nur der Reziprokwert der Zeit ist. Also, die Festlegung erfolgt über diese Schwingungen und das brauchen Sie natürlich nicht zu wissen. Eine Sekunde wird jetzt festgelegt als die Zeit, in der 9.192.631.770 Schwingungen bei dieser speziellen Resonanz des Cäsiumatoms aufgetreten sind und abgezählt werden. Jetzt können Sie fragen, wie kommt man auf so eine komische Zahl? Man hätte ja irgendeine rundere Zahl verwenden können. Aber bei all diesen Definitionen versucht man ja anzuschließen an das, was vorher war. Und die ursprüngliche Definition erfolgte über die Länge eines Tages. Und da hat man also den Tag in 24 Stunden, jede Stunde natürlich in 60 Minuten und jede Minute in 60 Sekunden geteilt. Und dadurch kommt man also drauf, dass also ursprünglich die Sekunde definiert war als 1/86.400, 60 mal 60 mal 24, des mittleren Sonnentages. Ja, das war ja auch schon ganz gut. Aber dann hat sich also herausgestellt, so gut ist das gar nicht. Wenn man nämlich genauer misst, mit Hilfe einer solchen Cäsium-Atomuhr, wie Sie hier zum Beispiel in einem etwas älteren Bild hier sehen können, zum Größenvergleich steht da hinten auch jemand, dass Sie sehen, dass das also ein relativ aufwendiger experimentelle Anordnung ist, soll ja auch sehr genau sein. Ich glaube, das ist aus Braunschweig, aus dem Eichamt in Deutschland. Wenn man also mit Cäsium-Atomuhren arbeitet und dann die Rotationsgeschwindigkeit der Erde misst, dann sehen Sie, dass die Erde diese Rotationsgeschwindigkeit doch ein bisschen herumwackelt. Allerdings müssen Sie schon auch anschauen, was wir hier haben. Auf der Ordinate sind die Abweichungen angegeben in 10⁻⁸%. Also das ist wirklich nicht sehr arg. Aber es zeigt sich halt, es gibt keine physikalische Größe, die man so genau messen kann wie die Zeit, weil eben es so genaue Uhren gibt und damit auch die Frequenz. Wenn man die Zeit gut messen kann, hat man damit auch die Frequenz gut gemessen. Also die Zeit bzw. die Frequenz kann sehr genau gemessen werden und daher zeigt sich, dass die Erde zu ungenau ist, weil es hier solche Schwankungen gibt, die man doch mit Hilfe sehr genauer Zeitmessungen auflösen kann.
Deswegen ist man dann von dieser Definition über die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde wieder abgegangen und hat also dann eben dieses Cäsium-Atom-Urnormal genommen. Und die Zahl ergibt sich halt so mit diesen 5 Milliarden Schwingungen, dass man die bisher verwendete Einheit der Sekunde möglichst genau weiter festhält. Man will ja nicht alles über den Haufen werfen, dass dann alle ihre bisherigen Uhren wegschweißen können, weil alles ganz anders läuft. Man möchte es ja möglichst beibehalten, aber durch Erhöhung der Präzision benötigt es dann eben eine andere Definition. Sie unterbrechen mich, wenn Sie was wissen wollen. Okay, aber jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Licht machen. Wieder ist es so, dass wir als Menschen bei der Zeit irgendwie mittendrin sind in dem Bereich, den man experimentell überblicken kann. Kleine Zeiten sind zum Beispiel die Laufzeit des Lichtes quer durch einen Atomkern durch. Das sind 10 hoch minus 23 Sekunden. Dagegen unser Alter oder einmal unser Herzschlag ist bei circa 10 hoch 0 Sekunden. Also die Sekunde ist eine sehr menschliche Einheit auch, so wie heute unser Herz schlägt. Das ist ganz praktisch, dass das eine Zeiteinheit ist. Naja, die Lichtlaufzeit von der Sonne zur Erde, das sind circa 8 Minuten, wie Sie wahrscheinlich wissen, oder 5 mal 10 der zweiten Sekunden. Das Lebensalter eines Menschen immerhin circa 2 bis 3 mal 10 der neunten Sekunden. Und dann ist gar nicht mehr so weit die Entwicklungsgeschichte der Menschheit bei 2 mal 10 der 13. Das sind nur 4 Größenordnungen mehr. Und dann noch ein paar Größenordnungen, 5 mal 10 der 17. Und wir sind schon beim Alter des Universums, so wie man das jetzt sieht. Also da macht man dann so richtige große 7-Meilen-Stiefel-Schritte. Mit wenigen Größenordnungen ist man gleich sehr weit. Aber die Sekunde ist natürlich eben wieder, wie ich gestern schon sagte, eine willkürlich festgelegte Größe. Und diese Willkür orientiert sich immer danach, dass es halt praktisch sein soll für uns Menschen. Weil es sind ja unsere Einheiten, mit denen wir da arbeiten. Da müssen wir uns ja an nichts anderes halten. Also das ist die Zeit als absolute Grundgröße. Natürlich tragt nicht jeder jetzt so eine Cäsium-Atomuhr mit sich herum, sondern die meisten wahrscheinlich eine Quarzuhr. Die sind für praktische Zwecke auch recht genau. Aber die Cäsium-Atomuhr erlaubt also eine Genauigkeit von 1 in 10 der minus 14. Das hört sich so harmlos an. Naja, 14, was ist das schon? Nicht? Aber es sind immerhin 14 Nullen hinter dem Komma, bevor dann das erste Mal was kommt. Nicht? Und das entspricht etwa der Genauigkeit, dass eine solche Uhr eine Abweichung von einer Sekunde haben wird in 3 Millionen Jahren. Na, werden Sie jetzt sofort, werden Sie sich denken, wer soll das wissen? Wir können ja nicht warten 3 Millionen Jahre. Aber Sie können 2 Atomuhren parallel laufen lassen und zum Beispiel nach einem Tag nachschauen, um wie viele Nanosekunden sie sich unterscheiden. Und dann kann man leicht extrapolieren, wie lange es dauert, bis sie sich um eine Sekunde unterscheiden. Nicht? Also auf die Art und Weise kann man sagen, wie präzis ist die Zeitmessung. Durch Vergleich mit einem zweiten solchen Messsystem. Sie wollten was? Den Dingen hat man ja Gedankenexperiment von Einstein bewiesen. Man hat ja eine Atomuhr auf der Erde lassen und eine mit einem Düsenjet um die Welt geschickt. Und die, wo man rundherum geschickt hat, durch die Beschleunigung, ist auf der noch die Zeit ein bisschen langsamer gelaufen. Und durch die hohe Genauigkeit von den Uhren hat man das dann nachweisen können. Also es freut mich, dass Sie die Dinge vorwegnehmen, die im Sommersemester dann besprochen werden. Die Zeitmessung ist natürlich auch davon abhängig,
wie sich die Uhren bewegen und wie sie sich beschleunigen und wie sie sich im Gravitationsfeld befinden. All das habe ich so im Einzelnen nicht besprochen. Das sind Dinge, die man dann im Rahmen der Relativitätsmechanik beschreiben und verstehen kann. Und da zeigt sich dann, dass relativistische Effekte im Alltag zwar vernachlässigbar sind, mit genauen Messmethoden, und die Atomuhr ist eine genaue Messmethode, aber doch quantitativ nachvollzogen werden können. Und das werden wir dann näher besprechen, wenn wir über Relativitätsmechanik sprechen. Aber das bleibt jetzt einmal beiseite. Jetzt geht es uns ja nur über die Einheitenfestlegung. Und da schickt man die Uhr besser nicht rund um die Erde herum, sondern lässt sie im Eichamt stehen. Und dort hat man dann also die möglichst genaue Zeitmessung. Bitte. Also das freut mich, dass Sie das so sagen, weil genauso macht man es nämlich auch. Und das möchte ich also gleich anschließend erklären. Es ist völlig richtig, das von Ihnen vorgebrachte Argument, dass man einfach aus praktischen Erwägungen möglichst alles, soweit man es kann, an die Zeitmessung anschließt. Also das Massennormal geht so nicht, deswegen haben wir immer noch dieses Platin-Iridium-Stück da herumliegen. Aber bei der Länge geht das und dann macht man sich das zunutze, dass man die Zeit so genau messen kann und hat dann damit auch eine entsprechend genaue Längendefinition realisiert. Aber das werden wir jetzt in wenigen Minuten näher besprechen, wahrscheinlich sowieso gleich anschließend. Also jetzt war es einmal die Zeit. Und anschließend möchte ich aber also sagen, nachdem ich jetzt erwähnt habe, dass man nicht Atomuhren üblicherweise mit sich herumträgt, obwohl die auch schon ein bisschen kleiner geworden sind für viele Zwecke, sondern oft Quarzuhren. Die sind nicht ganz so genau, aber immer noch mehr als genug für praktisch alle Zwecke des täglichen Lebens. Außerdem sind sie billig und leicht, also was will man mehr? Die funktionieren einfach auf dem Prinzip, dass eben Quarzkristalle, wenn sie entsprechend zugeschnitten sind, nach einer Achse des Kristalls, eine sehr gut definierte mechanische Eigenfrequenz haben, die man dann über den Piezo-Effekt, über den im Sommersemester ein bisschen zu reden sein wird, in eine elektrische Schwingung umsetzen kann und durch eben wieder eine elektrische Regelschaltung kann man dann diese Schwingungsfrequenz an die Frequenz dieses Quarzkristalls anhängen und durch Zählung der einzelnen Schwingungen kommt man dann auch auf die Zeiteinheit. Letzten Endes, und das wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass man sich das an der Stelle bereits einmal vor Augen führt, ist damit ja auch sehr viel darüber gesagt, was wir in der Physik eigentlich unter Zeit verstehen. Zeit, das hat so was Mystisches, die verfließt und verfließt überall und wir alle fließen mit und lauter solche Sachen. Aber was eigentlich für den Physiker wichtig ist, ist, dass die Zeit eine Messgröße ist, wie andere Größen auch. Und letzten Endes ist die Zeit das Ergebnis einer Zeitmessung und damit letztlich eines Zählvorganges von entsprechend periodisch ablaufenden Vorgängen, sonst nichts. Und wenn man das also so pragmatisch ansieht, ist natürlich sehr unromantisch, nicht? Weil unter der Zeit stellt man sich gern was Schöneres vor. Aber für den Physiker ist es das Ergebnis einer Messung mit Hilfe einer Uhr. Und wenn man sich also auf diesen pragmatischen Standpunkt zurückzieht, und wenn Sie sich genau überlegen, es ist ja nichts anderes. Man muss auf die Uhr schauen und seine Zeitmessung gemacht. Und was wollen Sie sonst sagen, was die Zeit ist? Abgesehen davon, dass sie verfließt, aber haben Sie es schon mal fließen gesehen? Letzten Endes geht es darum, dass man sie misst.
Und da kann man sich dann, wenn man sich das klar macht, auch eher vorstellen oder jedenfalls leichter akzeptieren, dass dann bei der Relativitätsmechanik es sich herausstellt, dass es keine absolut überall gleichmäßige Zeit gibt, sondern dass die Zeit in unterschiedlichen Bezugssystemen unterschiedlich gemessen wird. Wenn man sich das klar macht, dass es nur um einen Messvorgang geht und man diese mystische Allgegenwart einer überall gleichmäßig verfließenden Zeit einmal beiseite lässt, kann man das viel leichter akzeptieren. Und die Experimente bestätigen das eben mit hoher Präzision, und Sie haben das gerade erwähnt, das machen wir dann im Sommersemester, dass eben diese Zeitmessung tatsächlich eben dazu führt, dass Zeiten, wie man sie so misst, in unterschiedlichen Bezugssystemen auch unterschiedlich gemessen werden. Und das ist nichts, worüber man sich besonders aufregen muss. Das ist eben so. Und das akzeptiert man dann halt. Nur für unsere Zwecke, weil wir so langsam sind im Vergleich zum Licht, spielt das nur eine sehr untergeordnete Rolle. Deswegen sind wir nicht dran gewöhnt und deswegen kommt es uns merkwürdig vor. Das ist alles. So viel also zur Zeit. Naja, jetzt gibt es ein paar weitere absolute Basisgrößen, die dann hier nicht genauer behandelt werden sollen, zum Beispiel die Temperatur. Die werden wir dann im Jänner noch näher untersuchen mit Hilfe der Thermodynamik. In der Thermodynamik ist die Temperatur die entscheidende neue Größe, über die wir bis dahin, also bis Weihnachten, nicht sprechen werden. Nur jetzt, weil wir über Einheiten sprechen. Und die Temperatur, die definiert man mit Hilfe von Thermometern. Da gibt es einen absoluten Nullpunkt, wo es darunter dann nicht mehr geht. Das besprechen wir im Jänner. Also kommen Sie mal ja im Jänner in die Thermodynamik. Das wäre Ihnen noch öfter sagen. Das wäre also wirklich schlecht, wenn Sie das nicht machen würden. Für Sie. Und jetzt aber nur, die kann man auch recht gut messen. Da ist ein Präzisions-Eichthermometer, das ich Ihnen da hier zeigen möchte. Da ist dieser Abschnitt 1 Grad Celsius, den man da noch in Hundertstelstrichen ablesen kann. Und wenn man das entsprechend sorgfältig eicht, gegen ein entsprechendes Eichthermometer, das meistens mit Hilfe eines Platinwiderstandes realisiert wird. Ich war da selber einmal am Eichamt, weil ich unsere Eichthermometer einmal nacheichen lassen wollte, vor Jahren einmal. Das ist also eine größere Geschichte, das ist ein Bottich mit so Öl und das wird so Hundertstel für Hundertstel hinaufgeheizt, eine langwierige Geschichte. Und dann kann man so wirklich aufs Hundertstel genau, tolle Sache. Also jedenfalls, man kann also Temperaturen auch sehr genau feststellen und mit solchen Methoden halt definieren. Ich sollte an der Stelle aber schon eines dazu sagen, obwohl das also jetzt schon in die statistische Mechanik dann geht, dann hören wir schon wieder auf damit. Aber die Temperatur, was ist denn das eigentlich? Zunächst kann man sagen, was man mit einem Thermometer misst, aber natürlich würde man gerne ein bisschen mehr darüber verstehen und ich kann Ihnen dazu sagen, und Näheres folgt dann im Jänner, dass die Temperatur ein Maß dafür ist, für die mittlere kinetische Energie der einzelnen Atome in einer Substanz. Das heißt, wie stark die zittern mit ihrer ungeordneten Molekül- oder Atombewegung. Und je stärker sie zittern, je größer also ihre mittlere kinetische Energie ist, desto höher ist die Temperatur. Und wenn sie völlig aufhören zum Zittern, nur mehr herumliegen, dann ist man am absoluten Nullpunkt. Und mehr sage ich dazu nicht jetzt, weil ich ja noch nicht einmal die kinetische Energie eingeführt habe. Da braucht man noch ein bisschen dazu. Das müssen wir ordentlich machen, weil Physiker müssen wissen, was man unter Energie versteht. Und Energie ist gar kein so einfacher Parameter, also machen Sie sich nur gefasst. Das also zur Temperatur, auch eine absolute Basisgröße, festgelegt durch Fixpunkte, das will ich nicht näher erläutern, das sind eher technische Sachen. Dann haben wir damit im Wesentlichen die absoluten Basisgrößen schon erledigt. Also neben der Masse, der Zeit und der
Temperatur, die dann in Grad Kelvin gemessen wird, und 0 Kelvin entspricht dem absoluten Temperaturnullpunkt, und 273,15 ist dort, wo das Eis schmilzt. Also neben diesen drei Größen hat man im Wesentlichen keine anderen absoluten Basisgrößen. Jetzt gibt es aber weitere Sachen, die für uns durchaus wichtig sind. Und eine Größe ist die Länge, und es freut mich sehr, dass ich Sie offenbar so auch zum Nachdenken angeregt habe, dass so ein Kollege selber auch mit der Idee daherkommen ist, dass man das ja vielleicht mit der Länge irgendwie geschickter machen kann, wenn man sich an die Zeit anschließt. Jawohl, man definiert sich eben auch abgeleitete Basisgrößen. Neben den bis jetzt erwähnten absoluten Basisgrößen. Und diese abgeleiteten Basisgrößen, die sind jetzt nicht einfach durch irgendein Normal, ob ortsfest wie das Urkilogramm oder überall reproduzierbar wie die Atomuhr festgelegt, sondern durch eine bestimmte physikalische Relation, eine sogenannte Definitionsrelation. Eine Relation zwischen absoluten Basisgrößen und einer universellen Konstanten mit universeller Konstanten. Na, gibt's das überhaupt? Das ist die Voraussetzung. Man muss so eine Relation gefunden haben, experimentell bestätigt haben, dass man so etwas hat für gewisse Zusammenhänge, damit man sie dann zur Definition einer physikalischen Größe verwenden kann. Und da zeigt sich, und das hat man dann auch bei den SI-Basisgrößen verwendet, dass das insbesondere zutrifft und verwendet werden kann für die Längendefinition. Die Länge kann auf die Art und Weise definiert werden, indem man eine solche Relation verwendet, eine total einfache. Diese Definition lautet L ist C0 mal T. Und was gemeint ist, das ist die Strecke, die überschritten wird von Licht im Vakuum, und nur mit ein paar Voraussetzungen, keine zu großen Gravitationsfelder und lauter so Zeugs, aber das wird alles genügend gut erfüllt unter allen praktischen Voraussetzungen. Also die Strecke, die das Licht zurücklegt im Vakuum in einer bestimmten Zeit t. Diese zwei Größen, L und T, sind in einer überall gleichen Weise miteinander verbunden, mit einer festen Größe, eben der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und es zeigt sich aufgrund von Experimenten und wird dann auch verstanden im Rahmen der speziellen Relativitätsmechanik, da verweise ich dann wieder auf Sommersemester, da werden wir das näher besprechen, dass dieses C0 tatsächlich nach allen unseren experimentellen Erfahrungen eine universelle Konstante ist. Daher bietet sich das an als Definitionsrelation für die Länge. Wenn man die Zeit schon vorher separat über diese Milliarden Schwingungen von dieser Cäsiumschwingung festgelegt hat. Naja, also die Basisgröße, die hier drinnen vorhanden ist, ist die Zeit. Die Zeit ist ja eine absolute Basisgröße. Hatten wir ja, wir haben gerade drüber geredet.
daran ändert sich nichts. Die rühren wir nicht an, da bleiben wir dabei, die ändern wir nicht. Ja, wäre dumm, sonst wäre das nichts. Und die universelle Konstante C0 ist die Vakuum, schreiben wir es dazu. Vakuum-Lichtgeschwindigkeit. Und entscheidend jetzt, und da ist es, wo ich Sie bitte, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil das schaut ein bisschen abstrus aus im ersten Moment. Diese Vakuum-Lichtgeschwindigkeit, die wird jetzt, weil es sich um eine Definitionsrelation handelt, definiert. Wir bestimmen, wie schnell das Licht ist. Das hört sich natürlich komisch an. Warten Sie einen Moment. Wir definieren also, dass C0 ist identisch gleich. Und das merke ich mir natürlich auch nicht. Aber das schreibe ich jetzt auf, weil es also irgendwie wichtig ist, dass man sich das klar macht. Als 299.792.458 Meter pro Sekunde. Na, jetzt werden Sie natürlich sagen, was fällt Ihnen ein? Ich kann da die Lichtgeschwindigkeit nicht definieren, das Licht tut, wie es will. Und das können ja nicht wir mit unserer Definition festlegen. Naja, im Prinzip haben Sie natürlich recht. Aber andererseits sind wir ja gerade dabei, die Längendefinition festzulegen. Also wenn man natürlich die Länge separat, zum Beispiel mit einem solchen Urmeter, das ist nicht das wirkliche Urmeter, aber so ähnlich, nur ein bisschen schwerer und wieder mit Platin-Iridium und irgendwo hinter einem Stahlschrank versteckt, gibt es ein Urmeter, das so ausschaut. Und da gibt es dann da so Marken drauf und dazwischen, das ist ein Meter. Wenn man das so festlegen würde, und früher hat man das, noch gar nicht so lange her, ich glaube erst 1988 hat man das geändert, also das ist nicht wirklich so lang. Da waren Sie schon auf der Welt, oder? Nur so ein bisschen. Also immerhin, das ist sogar für Sie noch greifbare Vergangenheit sozusagen, nicht? Für die Älteren ist es vorgestern gewesen, nicht? Aber für sie ist es auch immerhin eine überschaubare Zeit. Die Dinge ändern sich, erstaunlich, wie sie die Dinge ändern. Nicht? Also bis dahin war das Meter und das ist dann natürlich auch eine absolute Basiseinheit. Sogar mit einem ortsfesten Normal darf man auch nicht verlieren, darf man auch nicht verbiegen oder brechen, weil dann ist hin. Und das ist daher ein bisschen heikel. Nicht? Wenn man das aber so macht, dann können Sie die Lichtgeschwindigkeit nicht so definieren. Denn dann haben Sie ja die Zeit vorgegeben, Sie haben die Länge vorgegeben als Einheit, dann müssen Sie das messen, die Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie das sehr genau messen, kommen Sie ungefähr auf sowas. Aber wir machen es jetzt andersherum. Wir lassen das beiseite mit diesem Urmeter, sondern wir richten die Längendefinition so ein, dass diese Größe genauso ist, bis auf die letzte Stelle und kein Komma mehr, wie es hier steht. Wir definieren die Einheit so. Und das ist dann eben die abgeleitete Basiseinheit. Weil da braucht man diese Definitionsrelation dazu mit einer definierten universellen Konstanten. Ist Ihnen das so verständlich? Deswegen kann ich da sprecherisch sein, ja, das einfach da so zu definieren, als ob man der Herrgott war. Aber es ist eben nicht so viel dahinter als nur das, dass man damit die Längeneinheit festlegt. Und was sich dann daraus ergibt, ist also dann, wenn man sich das jetzt anschaut mit dem L ist C0 mal T, wenn man da das C0 auf die andere Seite bringt, dann ist T ja L durch C0 oder dadurch ergibt es sich dann, dass eben aufgrund dessen ein Meter, ich beende den Satz zuerst, dann gleich. Damit
ergibt sich also, dass ein Meter jetzt definiert ist als diejenige Wegstrecke, die das Licht im Vakuum zurücklegt in der kleinen Zeit von 1 durch diese, ich schreibe es jetzt nicht nochmal ganz ab, so ich fange halt nur an damit, 792.458 Sekunden. Also in einer sehr kleinen Zeit. Das sind so circa, damit man sich eine Vorstellung macht, 3,34 Nanosekunden. Na gar so schrecklich langsam. Für eine mechanische Uhr natürlich zu schnell, aber für heutige Maßstäbe und Messmethoden durchaus eine überschaubare Zeit, die man auch messen kann. Also damit ist ein Meter die Wegstrecke, die das Licht im Vakuum und mit nicht so viel Gravitation und so weiter, nicht in der Nähe eines schwarzen Loches, aber dort sind wir eh nicht, zurücklegt in dieser kurzen Zeit. Und das entspricht genau dieser Definition. Und jetzt wollte irgendjemand was wissen, bitte. Wenn man die in der Serienkonstante einfach so definiert, warum hat man da nicht einfach gesagt, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sind 300 Millionen? Die Frage war, warum man da jetzt eine so komische Zahl verwendet. Aus demselben Grund wie vorhin bei der Sekunde. Man möchte ja anschließen an das alte Meter normal. Was glauben Sie, wie kompliziert das ist, wenn man da ein neues nimmt? Da müssen Sie auf der ganzen Welt alle Drehbänke wegschmeißen. Weil die sind bei ihren Umdrehungszahlen mit Gewinden und so weiter alle darauf eingestellt. Die Amerikaner haben es bis jetzt einmal nicht einmal noch geschafft, von einem Zoll oder Inch als Größe als Einheit wegzukommen, weil die dort ihre Gewinde, Rohrdurchmesser und Drehbänke und so weiter, das ist ein Haufen Aufwand, wenn man das alles verändern möchte. Außerdem sind wir ja gewöhnt an das Meter. Warum also nicht? Und so tragisch ist das ja nicht. Das gibt man einmal wo ein und die Geschichte hat sie. Und damit schließt man also, so gut es halt geht, an die vorhergehenden Einheiten an. Definiert sie aber auf die Art und Weise dann genauer und neu, aber im Rahmen der bisherigen Definition. Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt weiß ich nicht, wer zuerst war. Nur die Geschichte dazu. Also, ja, wenn es um Einheiten geht, oder? Es hat ja ein Projekt gegeben vor kurzem, die USA und Europa, die haben einen Satelliten, eine Marssonde konstruiert und rübergeschickt und die ist vor kurzem abgestürzt. Und jetzt sind sie draufgekommen, dass die Mathematiker von den Amis in Meilen gerechnet haben und die haben halt in Kilometer und das war der Grund. Ja, sowas dürfte aber nicht passieren. Aber das ist sehr gut, dass Sie das sagen, weil jetzt kann ich wieder einmal schulmeisterlich auftreten und sagen, meine Damen und Herren, vermeiden Sie es daher, wenn Sie irgendwelche konkreten Rechnungen durchführen mit Zahlen, was anderes zu verwenden als das konsistente Einheitensystem mit Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere und so weiter. Weil sonst handeln Sie sich irgendwelche blödsinnigen, unnötigen, zusätzlichen Konstanten ein. Und wann dann irgendeine von denen vergessen oder falsch eingesetzt wird, kann sogar eine Weltraumsonde abstürzen. Und um dem zuvorzukommen, dass das nicht passiert, glauben Sie mir, und ich spreche aus Erfahrung, ich habe in meinem Leben schon viele Messungen gemacht und ausgewertet, es ist das Beste, wenn Sie sich immer auf ein und dasselbe konsistente Einheitensystem beziehen. Dann ersparen Sie sich alle diese blöden Umrechnungsfaktoren. Und wenn Sie eine Größe vorher in einer anderen Einheit gegeben haben, dann rechnen Sie sie zuerst um.
dann setzen sie erst in ihre Gleichung ein. Und die Gleichung ist dann wieder einfach und übersichtlich, weil sie dort sich um diese blöden Faktoren nicht mehr kümmern müssen. Verstehen Sie mich? Glauben Sie mir, Sie machen sich nur was Schlechtes, wenn Sie es anders machen. Man hätte auch die Länge als Basisgröße definieren können und daraus dann die Zeit ableiten, oder? Der Kollege fragt, ob man nicht auch mit der Länge hätte anfangen können und dann die Zeit daraus ableiten. Ja, nur, dass Sie haben recht. Aber die Längen kann man nicht so genau messen wie die Zeiten. Die Zeit ist die am besten messbare Größe, mit der größten Präzision. Deswegen hängt man sich pragmatisch gesehen gern dort an, weil man das besser kann. Und vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, man macht es dann nicht so, wie ich da sage, dass man dem Licht zuschaut, wie lange es braucht für einen Meter, sondern man führt das auf spektroskopische Messungen zurück, wo man die Relation, die wir noch vor Weihnachten kennenlernen werden, jetzt, die kommt das auch noch zur Prüfung, verwenden werden, das Lambda mal Nü, also Wellenlänge mal Frequenz gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit ist. Wenn man also mit präzisen Messmethoden gleichzeitig wenn man da die Frequenz genau messen kann vom Licht und die Lichtgeschwindigkeit festlegt, kommt einem die Wellenlänge als Messergebnis heraus sozusagen. Damit können Sie die Wellenlänge reproduzieren und von der dann auf die Metereinheit schließen. So macht man es dann konkret. Das geht sehr genau, deswegen macht man diese Einheitendefinition. Ich habe mal gelesen, dass es so Theorien gibt, wonach sich die Lichtgeschwindigkeit im Laufe der Zeit ein bisschen verändert hat. Und dann, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dann bräuchte man ja zumindest einen Metaprototyp oder so, den man als Kontrolle verwendet. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich dann die Länge dieses Prototypen auch im Laufe der Zeit. Also derartige Dinge, er sagt, die Zeit, die Lichtgeschwindigkeit kann sich über längere Zeiträume, da reden wir aber von Millionen Jahren oder mehr, vielleicht sogar Milliarden, auch entsprechend mancher Theorien verändern. Aber glauben Sie mir, wir haben bei der Meteorologie, und da, nicht Meteorologie, Meteorologie, das ist die Lehre vom Messen, größere Sorgen als das. Also das ist so gering, dass man das mit aller Berechtigung vernachlässigen kann. Lassen Sie mich weiter tun. Ich weiß, es ist schön mit dem Frage-Antwort-Spiel, aber wir müssen weiterkommen. Sie werden das sicher verstehen. Wir müssen das also auch, wir wollen auch die einmal wegbringen, diese Einheiten da. Also das ist die Länge. Und das beantwortet, glaube ich, Ihre Frage ganz genau, dass man das über die Zeit und die Lichtgeschwindigkeit machen kann. Wesentlich ist hier, dass auf die Art und Weise eine wichtige Sache entstanden ist. Wir haben nämlich die Lichtgeschwindigkeit, die ja dann in verschiedensten Formeln dann auch vorkommt, als Größe ohne experimentellen Messfehler festgelegt. Normalerweise kann man das nicht bei physikalischen Größen. Aber hier geben wir keinen Fehler, lassen wir nicht zu, sondern wir definieren es so. Der Messfehler kommt nur über die experimentelle Verifikation der Metadefinition zustande. Dort hätten Sie aber sowieso einen Messfehler, auch wenn Sie da bei den Marken nachschauen. Schauen Sie mal schief, machen Sie auch einen kleinen Messfehler. Also den wären Sie sowieso nicht los. Aber wenigstens einen Messfehler bei der Lichtgeschwindigkeit, dessen kann man sich mit dieser Art der Definition entledigen. Schlecht? Also ganz gut. Also so geht das. Damit haben wir also das Meter normal als abgeleitete und nicht als universelle, als absolute Basisgröße festgelegt. Abgeleitet mit Verwendung dieser Beziehung und unter Verwendung der Tatsache, dass da das C0 immer konstant ist und wir haben das so festgelegt. Aus. Mehr nicht.
Okay, typische Längen, der Protonenradius ist in der Größenordnung 10 der minus 15. Der mittlere Abstand von Luftmolekülen unter Normalbedingungen, wie da hier im Hörsaal, 10 der minus 6. Meter. Der Mensch ist circa 10 der 0. Meter groß. Da sind wir wieder mittendrin, ein bisschen mehr üblicherweise, 1,5 mal oder 1,8 oder so, wurscht, aber von der Größenordnung her. Nicht? Dann das Sonnensystem 10 der 14. und das Universum schätzt man auf 5 mal 10 der 25. Also zwischen 10 der minus 15. und 10 der plus 25. Sind wir wieder gemütlich mittendrin. So wie es ja logisch ist, denn aus unserer Sicht betrachten wir ja die ganze Welt. Und es sind ja unsere Einheiten, die wir da definieren. Daher haben wir auch das Recht, sie uns so zurechtzuschneidern, dass sie für uns passen. Irgendwelche anderen Wesen irgendwo anders, so es sie gibt, machen das vielleicht anders, ihre Sache. Okay, also das ist die Sache mit der Länge. Ursprünglich hat man das definiert über den 10 hoch minus 7. Teil des Erdmeridianquadranten. Also ein Viertel des ganzen Meridians rundum gerechnet und dann noch der 10 Millionste Teil, das ist ein Meter. Aber die Erde ist gar nicht so genau kugelförmig und die Vermessungen sind auch nicht so genau. Also die Genauigkeit, die man heute bei der Längenmessung erreicht, ist 5 mal 10 der minus 9. Das ist auch nicht schlecht. Also da sind wir schon im Milliardstelbereich. Das ist also schon eine tolle Genauigkeit. Die Messungen sind schon toll jetzt möglich. Und wie man bei Längenmessungen oft praktisch vorgeht, wenn es um kleine Größen geht, verhältnismäßig, nicht 10 der minus 9, aber doch verhältnismäßig klein, man kann den Nonius verwenden. Das sollen Sie auch einmal gesehen haben. Der Nonius, den verwendet man, wenn man zum Beispiel die obere Skala sei eine Millimeterskala. Denken Sie sich einmal, das sind Millimeter. Und jetzt will man den ersten Millimeter noch unterteilen, weil Sie wollen nur eine Größe von einem Drittel Millimeter oder 0,2 Millimeter noch gut messen können, so makroskopisch. Dann gehen Sie oft so vor, dass Sie 9 mm in 10 Teile teilen. Daher der Nonius, 9 mm, werden in 10 Teile eingeteilt. Und dann geht man so vor. Wenn man um ein Stück verschiebt, dann liegt der erste Strich da. Dann haben wir da ein Zehntel Millimeter. Gehen wir auf den zweiten Strich, hier haben wir 2 Zehntel von dem Ganzen. Gehen wir auf den dritten, haben wir 3, 4, 5, da sind wir jetzt, wenn das passt, beim halben Millimeter, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, da ist es schon fast der ganze und damit haben wir den ersten Millimeter erreicht. Das ist doch recht elegant. Also mit Hilfe dieses Nonius kann man doch recht genau, besser als nur durch so Schätzen, einen Bereich eines Teilstrichs noch schön in 10 Teile teilen. Das sollen Sie einmal gesehen haben. Sowas verwendet man nach wie vor oft bei mechanischen Messungen, zum Beispiel mit einer Schublehre. Das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, vielleicht nicht alle. Aber ist das Prinzip verständlich? Ein total einfaches Prinzip. Aber einmal muss man es gesehen haben und Sie haben es vielleicht nicht alle gekannt. Ist eine Frage zum Nonius? Nein. Also das war der Nonius, das sollten Sie also auch einmal gesehen haben. Das war die Länge. Dann ist noch etwas die elektrische Stromstärke. Eine weitere Basiseinheit, die hat man auch ursprünglich einmal als absolute Basisgröße definiert. Da hat man sich verlassen auf die elektrolytische Zersetzung. Und wenn da bei einem gewissen Stromfluss an einer Silberelektrode eine bestimmte Masse pro Zeiteinheit abgelagert wurde, dann ist eine Stromstärke von 1 Ampere geflossen. Sehr ungenau. Was? Ja, das ist ja eher alter Hut. Aber jedenfalls, heute
heute verlässt man sich darauf nicht mehr. Das ist sogar für mich schon lang her. Das ist 1947 schon wieder beiseite. Also hat sich früher lang gehalten, aber 1947 hat man dann was Besseres gefunden, nämlich man definiert die Stromstärke heute über die Anziehungskraft zwischen langen, geradlinigen, stromdurchflossenen Leitern aufgrund magnetischer Wechselwirkungen. Und das machen wir genauer, näher im Sommersemester. Wir brauchen den elektrischen Strom auch jetzt gar nicht weiter. Das können wir ruhig verschieben. Ich wollte Ihnen eben nur sagen, man definiert das dann letztlich auch über eine abgeleitete Basisgröße. Weil da drinnen in dieser Relation, dem Amperschen Kraftgesetz, das erlaubt diese Anziehungskraft zwischen geradlinigen, stromdurchflossenen Leitern auszurechnen. In dem Gesetz steht eine weitere universelle Konstante drin. Jetzt hatten wir schon eine, die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Diese weitere universelle Konstante, die dort drinnen steht, ist die magnetische Feldkonstante μ0. Die wird dort festgelegt. Und aufgrund dieser Festlegung, das ist dann wieder eine definitorische Festlegung, kriegt man dann eben diese Ampere-Definition, an die sich dann alle weiteren elektrischen Größen wie das Volt und alles weitere dann anschließen lassen. Aber darüber reden wir im Einzelnen erst im Sommersemester. Aber jetzt kommen wir nach diesen Basisgrößen zu den abgeleiteten Größen. Wir hatten also jetzt einmal die absoluten Basisgrößen, die abgeleiteten Basisgrößen, damit haben wir schon viel, also da kommt jetzt wie gesagt noch die Stromstärke dazu, aber die lassen wir uns aufs Sommersemester, um es näher zu beschreiben. Und jetzt kommt also eine Reihe von abgeleiteten Größen. Wo also weitere Größen, die von wichtiger praktischer Bedeutung sind, definiert werden in Relation zu den paar Basisgrößen, die wir hatten. Also da gibt es auch eine Definitionsrelation. Und wieder macht man das natürlich entsprechend praktischer Gegebenheiten und Erfordernisse. Und da gibt es also viele, viele verschiedene solche Definitionsrelationen. Beispielsweise, wenn wir schon einmal da von der geredet haben, wo aber da speziell fürs Licht da die Vakuumlichtgeschwindigkeit drinnen steht, können wir jetzt generell den Spieß umkehren und sagen, eine Definitionsrelation für die Geschwindigkeit V ist gleich S durch T, also Weg durch Zeit. Und auf die Art und Weise hat man dann die Geschwindigkeit definiert, wenn man eine Zeit misst, die verstrichen ist, um eine gewisse Wegstrecke zu durchlaufen. Und daher ist dann die Einheit auch, wenn man die Basiseinheiten alle nimmt, die Einheit, die wir da immer so in, oder Dimension, sagt man hier manchmal auch, in eckige Klammern dazu schreibt, Meter pro Sekunde. Also da habe ich jetzt S geschrieben, das ist das, was man unter dem Weg oft versteht, aber vielleicht ist es gescheiter, wir schreiben jetzt, weil da wieder die Sekunde steht, L, Länge durch Zeit und gegeben daher in der Einheit Meter pro Sekunde. S kommt von Space, weil man das oft mit englischen Wörtern dann entsprechend schreibt, aber das müssen wir ja hier so nicht machen. Also Meter pro Sekunde ergibt sich aufgrund dessen dann hier als die Einheit der Geschwindigkeit. Und da gibt es eine Vielzahl verschiedener anderer Größen, zum Beispiel die Dichte, das ist dann Masse durch Volumen in der Einheit Kilogramm pro Kubikmeter
ist die Dichte, und ich kann Ihnen Fülle solcher Größen aufschreiben. Vielleicht sollte auch es erwähnt sein, in vielen Fällen definiert man sich diese abgeleiteten Größen so, dass man sich auf die Einheit einer anderen Größe bezieht. Jedes Kind weiß das bei der Geschwindigkeit. Da sagt man doch, was ist denn die Geschwindigkeit so rein anschaulich gesehen? Das ist der Weg pro Zeiteinheit. Also da bezieht man sich auf die Zeiteinheit. Sie würden nicht sagen, die Geschwindigkeit ist der Weg. Der Weg ist der Weg und die Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, nämlich der Weg pro Zeiteinheit, also pro Sekunde eben. Nicht? Dann ist es nicht einheitlich. Wir beziehen uns auf die Basiseinheiten Kilogramm, Meter, Sekunde, Ampere, Kelvin und aus. Wenn Sie da was mit Dezimeter machen, müssen Sie wieder irgendeine blöde Zehnerpotenz hineinnehmen. Das sparen Sie sich besser. Das ist mein Appell an Sie alle. Rechnen Sie sich die Dinge immer auf diese konsistenten Einheiten um. Dann ersparen Sie sich Ärger. Also Kilogramm pro Kubikmeter. Natürlich können Sie es auch anders angeben, aber für Ihre Rechnungen tun Sie es so umrechnen, dass Sie es dann in diesen konsistenten Einheiten verwenden und so können Sie dann in Ihre Gleichungen hineingehen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten erwarten zu müssen. Sie haben ja selber das Beispiel gebraucht, nicht mit der Sonde. Das ist eben, weil die das nicht so gemacht haben. Wir werden es so machen und dann wird unsere Sonde nicht abstürzen. Ne? Okay, also, noch was? Da. Ja, ich will nicht alles, ich möchte Sie ja nicht ermüden, wenn man da jetzt wieder mit Lux und Lumen und Candela, tun wir das nicht übertreiben. Das können Sie dann nachschauen. Wissen heißt wissen, wo es steht. Wenn Sie das dann auch wissen wollen, ein bisschen was werden wir in der Optik drüber besprechen. Aber ich will das, wir wollen ja was anderes Spannendes auch noch machen. Nicht? Also deswegen, das habe ich am Anfang gesagt, exhaustiv ist nichts von dem, was ich Ihnen sage. Da gibt es überall noch so weitere Sachen. Sie sind herzlich eingeladen, sich das alles auch noch anzuschauen. Aber wir werden nicht alles besprechen. Das heißt nicht, dass ich es vergessen habe, sondern in den meisten, hier und da vergiss ich auch was, aber in den meisten Fällen lasse ich es absichtlich weg. Aber fragen Sie ruhig trotzdem. Vielleicht habe ich einmal was vergessen. Yes, also ja, das muss ich auch noch sagen. Aber die Candela, das finde ich nicht so interessant, aber es wird sicher Leute geben, die dem jetzt widersprechen, so fällt ihnen ein, man muss doch auch die Lichtstärke richtig, gut, jetzt will ich nicht so viel Zeit darauf verwenden, aber eine Sache möchte ich schon noch sagen, einmal und dann sollten Sie es alle für den Rest Ihres Lebens verstanden haben, so wie bei der Geschwindigkeit, wenn man den Weg durch die Zeit dividiert, hat man sich sichtlich auf die Zeiteinheit bezogen. L durch T ist der Weg, den man in der Zeiteinheit zurücklegt. So wie in der Schlussrechnung, schon in der Volksschule. Nicht? In der Zeit T legt man die Geschwindigkeit L zurück, dann legt man in der Zeit 1 die Geschwindigkeit L durch T zurück. Dreisatzrechnung oder Schlussrechnung. Das ist alles, was dahinter steht. Wenn ich also durch die Zeit dividiere, habe ich eine Größe erhalten, die sich auf die Zeiteinheit bezieht. Haben Sie das alle gut verstanden? Das wird jetzt für alle derartigen Größen bleiben. Hier zum Beispiel. Wenn ich die Masse durchs Volumen dividiere, habe ich mich auf die Volumenseinheit bezogen. Masse pro Volumenseinheit. Und wenn ich noch eine andere Größe hinzufügen darf, die dann im Sommersemester wichtig wird, wenn man die elektrische Feldstärke betrachtet als Kraft durch Ladung, dann ist das die Kraft in einem elektrischen Feld pro Ladungseinheit. Die Kraft, die auf eine Einheitsladung wirkt. F ist die Kraft auf die Ladung Q. Wenn auf die Ladung Q die Kraft F wirkt, dann wirkt auf die Ladung 1
die Kraft F durch Q, das ist die elektrische Feldstärke. Und so wird es immer sein. Wenn man durch eine Größe durchdividiert, bezieht man sich auf die Einheit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Jedem von Ihnen ist klar, dass die Größe V, die Geschwindigkeit, was Wichtiges ist. Und es ist nicht wurscht, ob ich jetzt sage, pro Zeiteinheit oder nicht. Es ist ein Unterschied, ob ich von einem Weg oder von einer Geschwindigkeit rede, jedem ist das klar. Aber wann sagt man oft Kraft? Die elektrische Feldstärke ist eine Kraft, höre ich dann sehr oft. Und nach mühevoller Prüfung kommt dann heraus, Kraft pro Ladungseinheit. Naja, pro Ladungseinheit, ja wurscht. Ist es nicht. Bei der Geschwindigkeit verstehen Sie es, bei der Dichte auch, dass es nicht wurscht ist, ob ich von einer Masse oder von einer Masse pro Volumenseinheit, also von einer Dichte rede. Dann ist es aber auch bei der Feldstärke nicht wurscht und bei allen diesen Größen, wo man sich auf eine Einheit bezieht. Also verinnerlichen Sie sich das, dass es wesentlich ist, bei einer Größendefinition, auf was für eine Einheit man sich bezieht. Also da kann man also sehr viele unterschiedliche abgeleitete Größen definieren, das werden wir jetzt nicht weiterführen. Die Feldstärke. Naja, das sind Einheiten, die man dann in der Elektrodynamik genauer festlegt, aber Sie können, wenn Sie sich unmittelbar an diese Definition halten, auf die Einheit Newton pro Coulomb zurückgehen. Aber in Wirklichkeit definiert man es dann in der Elektrodynamik mit Hilfe der Spannung in Volt, hat dann Volt pro Meter. Aber das bringt jetzt nichts. Warten Sie auf die Elektrodynamik, dort machen wir das dann besser. Ganz kurze Frage, ist das lediglich einfach, weil es schöner für uns zum Arbeiten ist, oder machen wir genau Kilogramm und nicht nur Gramm, weil es schöner zum Arbeiten ist? Weil es sich so eingebürgert hat. Dieses Urkilogramm in Paris ist heute ein Urkilogramm und kein Urgramm. Das ist eine Inkonsistenz, ich weiß. Aber auch wir Physiker sind nicht so toll konsistent. Manchmal erlauben wir uns auch historische Schlacken sozusagen. Aber solange man das dann Konsistenz behandelt und davon ausgeht, das Kilogramm ist unsere Basiseinheit, kann nichts passieren. Aber ich gebe Ihnen zu, es wäre schöner, das als Gramm zu bezeichnen. Das würde aber eine bodenlose Verwirrung hervorrufen. Ist das jetzt das alte Gramm oder das neue Gramm? Das zahlt sich nicht aus. Daher hat es sich pragmatisch als sinnvoll erwiesen, man bleibt dabei, um halt möglichst Verwirrung zu vermeiden. Es ist alles auch eine Frage von willkürlichen Festlegungen. Das möchte ich Ihnen auch übermitteln mit dieser Diskussion, dass da vieles willkürlich ist. Aber ich möchte noch ein bisschen was anderes mit Ihnen heute besprechen. Ich möchte Ihnen noch kurz erklären, was man unter inkohärenten Einheiten versteht. Also alles, was man da jetzt kriegt aus den Basiseinheiten und den abgeleiteten Größen, sind kohärente Einheiten. Das passt alles zusammen. Also zum Beispiel Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Kohärente Einheit. Aber in Ihrem Auto steht am Tachometer Kilometer pro Stunde. Das ist was anderes. Das ist auch eine gute Einheit, aber nicht kohärent. So etwas ist eine inkohärente Einheit. Zum Teil verwendet man die mit Zehnerpotenzvorsätzen, Deka, Hekto, Kilo, Mega, Giga. Also wenn man da große Sachen will, wird man nicht alles in Milliarden Meter, sondern sagt man dann Gigameter oder so irgendetwas oder Gigatonnen oder sowas. Oder noch wichtiger oft in kleinere Einheiten, Millimeter, Mikrometer, Nanometer, damit Sie sich immer das sparen, ein Milliardstel Meter, so viel Silben, sagt man den Nanometer. Und dafür verwendet man diese Zehnerpotenzvorsätze. Das sind dann eigentlich schon inkohärente Einheiten. Millimeter, Mikrometer, Nanometer und so weiter. Oder dann, wie gesagt,
Kilogramm, also dann, naja, mit Massen macht man das nicht so oft. Was macht man denn mit Energieeinheiten? Wo hat man große Megawatt? Ja, also wenn man da zum Beispiel Kilowatt, Megawatt, was also von Kraftwerken erzeugt wird, 1000 Watt, eine Million Watt, das sind diese Zehnerpotenzvorsätze. Da schauen Sie dann nach in irgendeinem Buch, in unserem Buch oder in einem anderen, da steht das alles genau. Milli, Mikro, Nano, Pico, Femto, Atto und Kilo, Mega, Giga, Terra und so weiter. Das sind halt so diese Vorsätze. Und dann gibt es aber, das ist alles Zehnerpotenzen, das ist ja noch harmlos. Aber dann gibt es zum Beispiel die Minute. Eine Minute. Das sind 60 Sekunden. Eine Stunde. 60 Minuten. Naja, jeder weiß, dass das eine sehr wichtige Einheit ist, aber die sind völlig inkohärent. Also fürs normale Rechnen ja nicht verwenden, sonst haben sie da die blödesten Scherereien. Und dann gibt es das Lichtjahr und die Kilokalorie und alle möglichen Sachen. Also möglichst Hände weg davon. Aber jetzt in den verbleibenden 10 Minuten möchte ich das schon noch mit was Spannendem abschließen. Und zwar mit einer Besprechung dieser vorhin erwähnten universellen Konstanten. Die haben wir da bei der Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel eingeführt und definiert, damit man mit Hilfe der Ausbreitung des Lichtes die Längeneinheit auf die Zeiteinheit und damit auf eine Zeitmessung zurückführen kann. Jetzt zeigt sich oft, dass verschiedene wichtige Größen als gleichartig zueinander anzusehen sind. Wenn sich das herausstellt, dann möchte man eigentlich diese beiden Größen, und ich werde gleich ein Beispiel bringen, gar nicht separat voneinander verwenden, sondern nur mehr eine davon. Und die andere lässt man dann besser egal weg, weil sie im Wesentlichen eh dasselbe ist. Als ein wichtiges Beispiel dafür muss ich jetzt schon wieder einmal auf die Thermodynamik im Jänner zu sprechen kommen, also die Wärme, die Wärmemenge. Das ist was anderes als die Temperatur. Das ist, wie viel Wärme man hineinstecken muss, damit die Temperatur größer wird. Wenn Sie einen großen Häfen mit Wasser haben oder ein kleines Häferl, da brauchen Sie beim großen viel mehr Wärme, um dieselbe Temperaturerhöhung zu erreichen wie bei einem kleinen Häferl. Ich glaube, das ist jedem klar. Bitte. Bitte? Nein, nein, inkohärente Einheiten ist aus. Jetzt sprechen wir, ja, ich habe es nicht dazu gesagt, über universelle Konstanten noch einmal. Universelle Konstanten. Die Wärmemenge wurde durch lange Zeit hindurch so festgelegt, das ist diejenige hineinzusteckende Wärme, um eben eine bestimmte Temperaturerhöhung zu bewirken. Und eine Kilokalorie hat man so definiert, das ist die Wärme, die man braucht, um ein Liter Wasser von 14,5 Grad auf 15,5 Grad aufzuwärmen. Die Wärmemenge, die dafür notwendig ist, das nannte man eine Kilokalorie. So kalt war seinerzeit die Raumtemperatur, nicht? Dass man zwischen 14,5 und, das war Labortemperatur. Na, heute hätte man es eher zwischen 19,5 und 20,5, wurscht. Also so hat man das seinerzeit definiert, die Wärmemenge. Und unabhängig davon, ganz separat aus der Mechanik, wird also die Energieeinheit, ein Joule, über mechanische Arbeit definiert. Das eine ist eine mechanische Energieeinheit, das andere ist eine Wärmeeinheit. Und da hat dann der Herr Joule mit sehr wichtigen Experimenten festgestellt, dass die Wärmemenge Delta Q, die man einem Stoff zuführt,
immer proportional ist, mit einer Konstanten, die immer gleich ist, das Wärmeäquivalent mal der Arbeitsmenge Delta W, die man hineinsteckt. Näheres in der Thermodynamik. Egal für welche Substanz, es kommt immer ein und derselbe Faktor heraus, den man messen muss, wenn man das Q mit den Kalorien und das W in Joule misst. Aber jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, wenn das eh immer dasselbe ist, dann machen wir es wie beim Licht. Geben wir dem einen festen Wert und können wir dann eben die Einheit der Wärme aus der Einheit der Arbeit herausbekommen. Und da haben wir dann einen festen Wert und wir können damit die Kilokalorie direkt an das Joule anhängen. Aber dann ist der Herr Boltzmann gekommen und der hat festgestellt und das auch dann sehr gut untermauern können, dass die Wärmemenge in Wirklichkeit angesehen werden kann als die Summe aller kinetischen Energien der ungeordneten Molekülbewegungen in einem Körper. Dann stellt sich aber die Wärmemenge als eine Energie heraus. Dann sind die beiden ja gleichartig. Ja, wozu brauche ich dann überhaupt einen Faktor? Und wenn man das erkannt hat, und das war dann festzustellen, dass die Wärme nichts anderes ist als die Summe aller kinetischen Energien, aller Moleküle, die sich in ungeordneter Bewegung in einem Körper bewegen. Dann kann man hergehen und eine Definition machen, KW ist identisch gleich 1. Wenn man das macht, macht man die Wärme zu einer Energie und führt die Wärme gar nicht mehr separat mit, sondern man misst auch die Wärmemengen in Joule und nicht mehr in Kilokalorien. Verstehen Sie, was ich meine? Vorher hat das KW den Wert gehabt, den ich mir gar nicht mehr merke, 2,38 mal 10 der minus 4. mal 10 der minus 4. Und dann haben wir da Kilokalorien pro Joule. Wenn man das jetzt identisch gleich 1 setzt, ist gleich 1. Und man bringt bloß die Kilokalorie da und bringt das Joule und den Faktor herüber, dann ist ein Kilokalorie gleich 1 Joule dividiert durch den Wert. Und dann degeneriert die arme Basisgröße Kilokalorie zu einer inkohärenten Energieeinheit, die man besser vergisst. Und man misst die Wärmemenge dann in Joule. Und ich glaube, das kann man sich durchaus vorstellen. Weil wenn die Wärmemenge eine Summe von kinetischen Energien, von Molekülen ist, ja bitte, warum soll man sie dann nicht in Joule messen? Es sind ja kinetische Energien, wenn auch von vielen Molekülen, aber was soll's? Deswegen ist die Kilokalorie heute keine Basiseinheit mehr. Und die Geschichte mit den Aufwärmern von 14,5 auf 15,5 kann man vergessen. Man kann höchstens sich dann ausrechnen, wie viel Energie in Joule man braucht oder wie viel Wärme in Joule man braucht, um diese Wärme hervorzurufen, um das um 1 Grad zu steigern. Na gut, das ist eine Eigenschaft des Wassers. Ja, das können Sie sich daraus ausrechnen. Man kann aus dieser Größe dann letztlich die Wärmekapazität des Wassers ablesen. Das ist was nur Wasserbezogenes und hat mit nichts mehr zu tun mit irgendwelchen grundlegenden Konstanten. Ist Ihnen der Gedankengang verständlich, wie man sich auf die Art und Weise verschiedene Einheiten ersparen kann, sich ihrer entledigen kann? Ganz zum Schluss, ich habe noch 3 Minuten. Ganz zum Schluss möchte ich diesen Gedankengang weiterführen, insbesondere in der theoretischen Physik, mit der Sie auch in Kontakt kommen werden nach ein paar Semestern. Möchte man sich die Gleichungen alle besonders einfach gestalten
Und da schaut man auch mit Argwohn auf dieses C0. Ja, da kann man aber nicht viel machen, werden Sie jetzt sagen. Aber im Rahmen der Relativitätsmechanik gibt es gute Gründe, davon auszugehen, dass auch die Zeit und die Länge durchaus gleichartige Größen sind, die zusammengefasst werden in ein vierdimensionales Raumzeitkontinuum. Das hört sich jetzt so mysteriös an. Nehmen Sie es einmal als gegeben an, dass es viele Gründe gibt, davon auszugehen, dass Zeit und Länge sehr ähnliche, wenn nicht ganz gleichartige physikalische Größen sind. Na, wenn das so ist, kann man genauso vorgehen wie hier. Und der zusätzliche Faktor da oben erleidet dann dasselbe Schicksal wie das Wärmeäquivalent. KW ist nämlich das Wärmeäquivalent. Und dann wird in der theoretischen Physik oftmals vorausgesetzt, C0 ist gleich 1. Dimensionslos. Na, wenn Sie sagen, C0 ist gleich 1, dann sehen Sie, dass ein Meter gleich ist eine Sekunde durch diese Milliardenzahl, die da steht. Dann misst man eine Länge als eine kurze Zeiteinheit. Nämlich die Zeit, die benötigt wird, dass eben das Licht diese Länge überstreicht. Diese 3,34 Nanosekunden, das entspricht dann einem Meter. Bitte. Aber die Zeit unterscheidet sich doch im Wesentlichen von der Länge dann mal irgendwo in eine Richtung. Ja. Ich lasse mich hier auf keine weiteren Diskussionen ein. Das wird alles im Laufe dieses Studienjahres noch genauer besprochen. Mir geht es nur darum, dass Sie sehen, wie willkürlich die Festlegung ist. Wenn man nämlich wirklich die Lichtgeschwindigkeit zu 1, und zwar ohne Einheit, festlegt, dann heißt das, wenn ein Körper die Geschwindigkeit 1 hat, dann ist das Lichtgeschwindigkeit. Unsere Geschwindigkeiten sind dann vielleicht 10 der minus 7. oder 10 der minus 8. So wie die Machzahl. Ein Mach ist gleich Schallgeschwindigkeit. So hätten wir ein Lichtmach sozusagen. 1 ist die Lichtgeschwindigkeit. Dann würde man auch die Längen in Sekunden messen. Natürlich nicht sehr praktisch, wenn Sie also da 10 Meter Gartenschlauch kaufen wollen, dann verlangen Sie also 33 Nanosekunden Gartenschlauch. Das wird niemand wirklich machen wollen. Aber für Theoretiker ist es ganz praktisch, sich ewig dieses C0s zu entledigen, was in allen Gleichungen drinnen ist. Aber natürlich, wenn man es dann anwenden möchte auf konkrete Messungen, wo man wieder das Meter verwendet, müssen es dann nachher wieder überall die C0 mit hineinfüttern in die Gleichungen, damit man wieder was Brauchbares für die Praxis kriegt. Also ich hoffe, Sie haben gesehen, die Festlegung der Einheiten ist weitgehend was Willkürliches, richtet sich nach praktischen Gegebenheiten, kann aber heute schon mit großer Präzision durchgeführt werden. So viel zu den Einheiten.